Ja, hier ein kleines Tutorial über Fenstergrößen. Und zwar, wenn ich einmal das Word öffne, dann habe ich hier eine ganz normale Größe. Wenn ich hier auf Maximieren klicke, dann füllt dieses Programm den ganzen Fensterinhalt aus, allerdings nur bis hier zur Taskleiste. Und ich kann aber auch dieses Fenster hier oben an der Titelleiste nehmen, indem ich die linke Maustaste gedrückt halte, nach unten ziehe und dann wird dieses Fenster wieder automatisch verkleinert. Wenn ich es auf die linke Seite ziehe, und zwar bis zum Rand heraus, dann sehe ich schon, es wird bis auf die Hälfte vorgeschlagen und wenn ich die Maustaste loslasse, dann öffnet sich dieses Fenster genau auf die Hälfte und ich kann es aber trotzdem wieder hier nehmen, nach unten ziehen und dann habe ich wieder diese voreingestellte Größe, die ich von vorhin noch habe. Die kann ich ebenfalls ändern mit diesem Anfasser hier unten. Wenn ich hier mit der Maus hinklicke, dann sehe ich, ich habe hier so einen Doppelpfeil und dann kann ich dieses Fenster auch noch mal auf eine bestimmte Form einstellen und dann kann ich ebenfalls nochmal hin und her switchen, maximieren, minimieren und ich habe wieder die Größe von vorhin. Ich kann aber auch das Ganze nach oben ziehen und dann maximiert sich das Ganze auf die ganze Fläche, genauso wie wenn ich hier auf Maximieren geklickt hätte.